some of me. It's me too coming in here somewhere. Verflucht! Hört das denn nie auf? Hast du mal Zitronenkaffee verflucht? Er wirkt Wunder. Wenn meine Schwiegermutter mal empfohlen. Zitronenkaffee, ja. Glaubst du wirklich, dass das hilft? Das ist ja ekelhaft. Weißt du, was das Schlimmste in dem ganzen Nest? Jetzt hat's auch unsere Kinder erwischt. Bevor wir hergezogen sind, waren die alle noch in Ordnung, frisch und munter. Aber in diesem Stadtteil, das ist die Stadtregierung. Die verarscht uns. Mit dem Beton, da ist etwas nicht in Ordnung. Du nimmst eine Hälfte Zitronensaft und eine Hälfte schwarzen Kaffee, das sagt sie. Schreibst du eigentlich Leibesübungen jeden Tag in frischer Luft? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass das in Ordnung ist? Das ist eine spezielle Fabrik, von der dieser ganze Beton kommt. Ich habe das getestet, ich habe mir diesen Beton angeschaut. Der Schimmel, der kann sich da total schnell und tierisch weit verbreiten. Und du denkst, sie haben keine Schuld daran? Wirklich? Weißt du, was du brauchst? Körperliche Ertüchtigung. Jeden Tag in frischer Luft mindestens eine halbe Stunde. Das ist, was unsere Vorgesetzten machen. Und schau sie dir doch an, die sind alle kerngesund. Oder hast du die mal husten können? Jetzt hör mir mal zu. Sei doch nicht so blauäugig. Seit 10 Jahren schaue ich mir das schon an. An jedem Arbeitsplatz, in jeder Wohnung. Überall der gleiche Beton. Und das wird immer vertuscht. Das ist deren Schuld. Zieh dich doch selber an. Das ist doch alles Blödsinn. Wissenschaftler haben diesen Beton entwickelt. Wissenschaftler, das ist der stärkste Beton, der beste Beton, der jemals erzeugt wurde. Medizinische Gutachter haben den Schimmel untersucht und festgestellt, dass er völlig harmlos ist für Menschen. Wenn du ein gesundheitliches Problem hast, ist das einzig und allein einer ungesunden Lebensweise nachzuführen. Einzig und allein. Stimmt doch nicht. Das ist schrecklich. Du hast es doch auch. Ich habe nur einen Frosch im Magen.